Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hatte ja ein Video gemacht zu den Energy Drinks, ich weiß noch gar nicht, ob ich es schon bearbeitet habe. Ich habe jetzt alle 4 Energy Drinks durchprobiert, auch in den Livestreams, und ihr habt mich ja immer gefragt, wie sie schmecken. Natürlich habe ich sie nicht alle in einem Livestream getrunken, deswegen habe ich gedacht, ich mache nochmal so ein kurzes Video und sag euch, welches mir geschmeckt hat, was mir nicht geschmeckt hat, was mir aufgefallen ist und ja, wie sie so im Allgemeinen sind. Das Graue, also das nennt sich auch nicht nur Energy Drink, hier steht auch Energy für echte Helden, steht auch da drauf, also für Zocker. Deswegen habe ich das auch eigentlich angefragt, ihr habt damals, weil bei dem Grauen hatten sie mal kurzzeitig, wo Battlefield 5 vorne drauf war, dachte ich, ey, geil, ein Energy für Gamer. Nicht nur Energy, sondern, naja, ihr wisst, was ich meine. Und der Graue, der schmeckt ja wie normale Energy. So Red Bull-mäßig, so vielleicht ein Tick milder, also nicht ganz so herb. Sehr lecker. Dann habe ich Ice Blue. Das ist mega lecker. Also das hat mich weggeflasht. Das schmeckt, wie, müsst ihr euch vorstellen, wie Vic Blau mit Gummitierchen. Aber Gummitierchen... Also würde ich jetzt sagen, ich habe ja schon viele Gummitiere gekostet, diese grünen Frösche mit oben, also oben grün, unten weiß. Ja, so der Geschmack, würde ich sagen. Also nicht Apfel, sondern wirklich Gummitierchen. Und da fällt mir nur die Frösche ein, die wirklich nach Gummitieren extrem schmecken. Und das ist halt eine Mischung. Das Vic Blau kommt ein bisschen mehr raus als das Gummitierchen. Aber man schmeckt es raus und es schmeckt mega geil. Schön gekühlt, mega lecker. Dann Waldmeister. Auch von, da steht nur Waldmeister, hier unten steht Power, PowerPoint, Waldmeister. Kannte ich so in der Zusammensetzung noch nicht. Ich hatte noch nie einen Energy-Drink, der nach Waldmeister schmeckt. Und war da dementsprechend sehr neugierig drauf, weil Waldmeister ist sowieso was, was mir eigentlich sehr gut schmeckt. Und das hat mir auch sehr gut geschmeckt. Das ist wirklich, man schmeckt Energy und man hat so eine Waldmeister-Note mit drin. Das ist mega lecker. Himbeere haben wir denn noch. Das ist das Rosane. Ich bin jetzt nicht so der Himbeerfreund. Also es schmeckt lecker. Ich will nicht sagen, dass es unlecker ist. Es ist lecker. Aber mir schmeckt Himbeere jetzt nicht so gut wie die anderen. Weil das ist jetzt nicht so mein Favorite. Für zwischendurch, um die Geschmacksnerven mal ein bisschen auf was anderes zu lenken, ist das richtig lecker. Schmeckt auch richtig gut. Aber für mich sind die anderen drei so eher so das Highlight. Ja, also vor allen Dingen Ice Blue und Waldmeister. Also die drei sind so meine Favoriten. Die sind wirklich so super lecker. Kann ich nie anders sagen. So. Dann sollte das jetzt auch soweit gewesen sein. Ich werde euch den Link dazu in die Videobeschreibung machen. Gibt es bei Amazon. Ich habe sie netterweise gestellt bekommen, um sie zu kosten und im Stream zu trinken. Und euch dann ein Fazit drüber geben zu können, ob sie schmecken, wie sie schmecken. Und auf jeden Fall von mir eine klare Empfehlung. Eine klare Empfehlung, die sind echt lecker. Und nicht, weil ich sie gekriegt habe. Ich werde sie mir auch später nochmal holen. So eine Palette bei Amazon. Ich hoffe, die kommt dann besser an als die letzte. Aber auf jeden Fall eine klare Empfehlung. So, dann soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Haut da rein. Ahoi, es hat euer Odin. Odin's Test.